So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play Supraland. Wir, keine Ahnung, färben den Typen orange. Ist jetzt gelblich. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Snack dir mal. Vielleicht muss er ja wirklich orange sein oder so. Weil die Dinger orange sind. Ja. Okay. Ah! Ja, okay, weil die Tropiken orange sind, das habe ich mir gerade überlegt. Und dann muss er aber hier schnell machen, weil, jo, dieser Granatapfel hier, der Alter, der blinkt schon, das ist. Lauf! Warum schiebt denn der keine Panik? Warum denkt er sich? Chillig. Wo habe ich jetzt meine Granate hin? Muss sie. Verdammt, ist es rot, Hilfe. Ja, dann lauf doch schneller, wenn's rot ist. Ich mache jetzt noch mal chillig. Keine Panik. Okay, chillig, chillig, chillig. Dann, keine Ahnung, färbe ich die Granate auch mal orange oder so. Vielleicht denkt er sich dann, ja, okay, Granate orange. Was ist los? Warum ist das jetzt gefährlicher als rot? Wo ist meine Granate? Ach, keine Ahnung. Das reicht nicht. Ja, er muss noch schneller rennen. Also, Peng. Und dann chillt er aber wieder. Warum ist das Ding jetzt grün? Stopp. Rot. Er macht es uns schwer. Das ist rot, Mann! Ah! Und er macht den Naruto-Run. Wow, du hast mich benutzt. Danke dafür. Hey, du warst einfach scheiße. Du hast, als Panik war. Wow. Schlechter Typ. Also, man muss es irgendwie steigern oder so. Man muss alle Farben ausprobieren. Ja, wie oft willst du. Der bleibt jetzt da. Der hält es uns noch Jahre vor, dass wir ihn benutzt haben. Wie nachtragend die Blauen noch einfach sind. Wow. Unhöflich. Jo, der ist gefährlich. So, gib mir die Kohle, gib mir die Jacke. So, noch ein Rätsel, bevor es nach Blueville geht. Ich glaub's ja nicht. Das Haus von dem anderen Typen kamen wir vorhin nicht, oder? Kommen wir in das rein? Ich glaube, man kann da rein. Ich habe so Bock, dieses Glas einzubrechen, dass du hier in die Lava fällst. Ich falle auch gern mit dir. Bitte öffne das letzte Tor mit einer anzüglichen Art und Weise. Ja, dann benutze ich dich aber wieder. Und dann hältst du es mir wieder vor. Du blöder blauer Orangener. Ach, Gottchen. Erstmal was. Hier ist Holz. Nice. Aber wir können das ja nicht verbinden. Wir können auch da oben. Nö. Dann wäre hier noch ein Tor. Was bist du denn? Du bist ein Mond. Keine Ahnung. Wir können ja eine Granate hier reinschmeißen. Mehr Loot. Nur Münzen, wenn wir sehr gesund sind. Na, danke. Ich meine, das ist mal ein Upgrade, was sich gut lohnt. Konnte man auch hier in das Haus? Nee, der hat abgeschlossen. Okay. Gibt ein Sprungpad nach da drüben? Eine Fake-Abkürzung oder was bist du? Oh, halt. Ah! Oh! Ah, im Flug können wir das Ding abschießen. Ja, das ist geil. Das weiß ich auch, wie wir an die eine Kiste so relativ im Startgebiet kamen. Da war ja auch. Man springt hier. Und. Oh, verdammt. Ich muss noch ein bisschen warten, bis. Okay.
Oh, das ist mega cool. So, doing. Jetzt. Oh yeah. Das kommt uns nochmal ganz gut, die Möglichkeit an viele Münzen zu kommen. Und. Ah, stimmt. Ja, da hinten ist das Tor. Ist Gott hier gerade irgendwo? Gott? Nee. Gott ist Hausaufgaben machen. Da sieht man auch echt schön die großen Kristalle. Ach, geil. Weißt du was? Ich helfe dem Fuzzi jetzt nicht. Ich laufe hier ganz oben lang. Ich mach gar nichts mehr mit dem. Der ist mir zu kacke. Ich suche einfach nach Dingen, die versteckt sind. Ach nee, guck mal, das ist ja auch was, was wir dann wegbrennen können. Bemerke ich ja erst jetzt. Und dafür müssen wir dahinter stehen. Ah ja. Weißt du was, das machen wir gleich. Oder gehen wir erst auf die... Kommen wir da auf die Burg? Als ob. Das wäre so episch. Nee, das ist zu weit. Na, da vielleicht? Nee. Aber es ist, also ganz ehrlich, das ist ein Werk der Liebe, dieses Spiel. Guckt euch das an. So cool. Die vier großen Kristalle. Oh. So, ich wollte, was wollte ich? Ich wollte, einmal kurz das Ding hier öffnen und dann gehen wir aber wirklich zu dem Uzi zurück. Wir haben ja jetzt entspannter die Möglichkeit, hier uns an Stellen hochzubacken, wo es eigentlich nicht geplant ist, sich hochzubacken. Pew! So. Und was haben wir hier? Eine Kiste. Eine grüne. Halbe Abklingzeit. Oh, das ist nice. Das ist nice. Vielleicht können wir dann irgendwann so im Sprung uns ans weiterschießen und weiterschießen. Und ne, ihr versteht, ne? Also quasi teleportieren. Ne, also teleportieren tun wir ja schon. Also, ne, im Sprung hoch und dann direkt weiterschießen und weiterspringen. Und so kommen wir dann bis hoch zu Gott an die Decke und noch viel weiter. So, jetzt haben wir das jetzt auch herausgefunden haben, ist das ganz klasse. Bringt mir aber hier an der Stelle nichts, was, weil ich nicht weiß. Sind es dann grüne Fliegen hier oder was? Was seid ihr? Keine Ahnung, was. Da ist ein Mond einfach. Der ist so voll reingeschlittert. Und hier ist kein Mond. Na, das ist jetzt natürlich blöd, dass hier kein Mond ist. Muss hier. Oh. Wieso? Ich kann die Kugel nicht dahin schießen. Warum kann ich die Kugel nicht dahin schießen? Hoch. Mega verwirrend. Okay, so, also jetzt zum. Ach du Scheiße. Müssen hier was draufkriegen, wenn ich mich opfer und. Scheiße. Könnte man aber so machen, ne? Man spawnt aber zu weit hinten, also ist die Variante jetzt auch nicht so die beste. Irgendwas, was sicherer wäre? Nee. Ah, da ist eine Wand. Irgendwie. Also hier geht's rein. Aber hier prallt's ab. Ja, da. Nee. Hä?
Also, okay, ich weiß das Rätsel. Wow. Wir müssen hier das Ding darunter schießen. Und weil wir ja das magnetisieren können. Kommt das mit uns? Mit? Wenn es nicht rumspacken würde. Wo ist die Kugel? Tada! Du bist zu Hause, orangener Prinz. Finde die Ursache beim Vulkan. Hey, müssen wir jetzt begleiten oder dürfen wir jetzt darüber? Nein, nicht zu Hause, Mann. Muss ich jetzt nochmal ganz zum Vulkan gehen? Waren wir hier oben schon drin? Ah ja. Oh. Jetzt, Prinz, muss ich dir folgen? Muss ich allein Solo-Trip? Was möchtest du denn? Ah, ist wieder blau. Schade. Hallo, ich bin zu Hause. Oh, Sohn, ich bin froh, dass es dir gut geht. Bitte geh zurück zum Vulkan und finde den Grund für das Wasserproblem. Okay. Okay. Da hätte ich ihm wahrscheinlich eigentlich nicht mehr ganz helfen müssen. Also. Volcano. Das ist jetzt die Frage, was wollen die da? Oh. Truhenfinder. Ja! Zwei der drei grünen Monde fehlen, um dieses Tor zu öffnen. Sie sind in Truhen. Irgendwo unter dem roten Kristall versteckt. Ja, den gönnen wir uns. Den. Oh. Kann man an- und ausschalten. Unter dem roten Kristall. Oh, Scheiße. Wir dürfen jetzt echt. Aber wir haben auch keine Map. Also mit der Map wäre es noch cooler. Ja, da ist was drin. Da ist was drin, da will ich rein. Kein schwacher Stein irgendwie? Oh. Ha. Da haben wir's. Schaden. Ja gut, der ist. Ah, wieder ein Hinterhalt. Oh nein. Ach komm. Schlage ich euch mit dem Schwert. Cool. Jetzt dürfen wir echt alles abgehen und nur abgrasen. In der Nähe des roten Kristalls. So, erstmal ein kleiner Check, ob wir hier eine Truhe verpasst haben. Man muss ja schon relativ nah an die Truhen gehen, leider. Wir hätten einen roten Mond, aber der zählt nicht. Leider. Laufe ich eigentlich effektiv? Ich laufe nicht effektiv. Ich glaube, ich musste am besten durch Blueville gehen. Weil ich weiß jetzt auch nicht, ob ja, wenn wir jetzt hier den Weg lang gegangen wären, dann wären wir noch den Umweg zum Vulkan gegangen. Und dann wäre auch nicht sicher, ob die Teleportplatten da aktiv sind. Wäre sehr dubios. War jetzt aber gut mit dem Truhenfinder. Den habe ich schon erwartet. Oder eher auf den gehofft. Ja, war ja klar, dass hier irgendwo auch noch. Wenn man zu voll zum Springen ist. Aber die Truhe, die haben wir doch schon gefunden, mein Freund. Ist eine Truhe hinter der Truhe?
Hier wird schwächer. Ah, wir können ja jetzt hier hoch. Stimmt. Oh. Nee, da ist eine Decke. Verdammt, die haben uns gebaitet. Irgendwie hier, aber auch nicht hier. Der Stein wirkt so obvious. Das hier ist ja der Haupteingang. So. Ich meine, theoretisch. Ah, scheiße. Warte. Ah, nee. Ist hier im Thronsaal was? Nee, hier ist dann wirklich gar nichts, gar nichts. Sehr verdächtig. Wo zur Hölle ist hier eine Truhe? Wir waren ja hinter dem Vorhang schon. Hier wird es wieder schwächer. Es wird wieder schwächer. Nein, nein, nein. Wir wollen das Signal. Wir müssen den Patienten am Leben erhalten. Hier piepst es stark. Ich meine... kann natürlich auch jederzeit so ein kleines Loch in der Wand sein. Aber nee, irgendwie ist es nicht hier oben. Mm-mm. Die wollen uns echt irgendwie hier eher hinten. Ja, aber auch nicht. Oben hat Stärke gepiept, ne? Boah, das ist jetzt echt, echt ätzend, jede Truhe so zu finden. Very big oof. Ich meine, ja, hier piepst, aber... was soll ich denn tun? Hier hinter dem Vorhang ist nichts. Wir können auch nicht zu hoch. Warte mal. Oder können wir? Wenn wir jetzt noch den da machen. So, dann klebe ich an der Decke. Aber sonst... hier ist eine Münze. Das war aber nicht der Schatz. Das war eine Münze. Was? Wand aufschlagen? Nee. Zum Thronsaal hin wird schwächer. Ja. Das hier irgendwie aufschießen? Aber wir haben den Laser noch nicht so wirklich. Ich raff's nicht, Mann. Gut, keine Ahnung. Habe ich gerade was geöffnet? Hoch. Also mein Tipp wäre ja, dass hier oben was ist, aber... hoch. Aber irgendwie ist da ja... halt nichts. Piepst auch weniger. Keine Ahnung, du. Keine Ahnung. Naja.
lassen wir das erstmal. Und eigentlich sollten wir wirklich nach Redhorn und erstmal die Story abschließen, bevor wir alles Zusätzliche holen. Aber es piepst schon wieder. Das Piepsen ist so verlockend. Hör auf zu piepsen. Hör auf. Ja, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hänsel Peter. Ciao.